Hallo zusammen, willkommen zurück zu Railroad Corporation. Was wir mal ausprobieren können mit den Lagerhäusern, weil ich das letzte Mal gerade bei dem Thema war. Ich habe jetzt hier ein Lagerhaus in dieser Kleinstadt gebaut und die haben ja kein Holz. Also Bedarf ist da, hier drüben gibt es und sie haben es nicht. Keine Ahnung warum. Aber wir können ja mal über unser eigenes Lagerhaus mit diesem Holz in der Stadt handeln. Also machen wir eine Regel. Und zwar, wenn wir weniger als 5 Holz auf Lager haben, dann prüfe mein Lager, prüfe ihr Lager. Also ihr ist das Sägewerk und meins ist meins. Also weniger als 5. Dann sollen sie kaufen. So, kostet da halt was, ne? Also bis 5 haben wir jetzt gekauft. Und dann machen wir noch bei Sale Commodity auch eine Regel. Wenn ich, prüfe ihr Lager, ne? Wenn die weniger als, sagen wir mal, 3 auf Lager haben, dann sollen sie es denen verkaufen. Und dann so, bup, 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 werden hier 3 verkauft. So, und sobald die Stadt das verbraucht hat, wird bei mir wieder. Also wird es von mir wieder den Verkauf. Ich habe immer 5 auf Lager. Macht das Sinn? Die Frage ist, wie schnell Verbrauchszeit, ne? Das ist 139 Sekunden. Und Bevölkerungseffekt 161. Das ist tatsächlich der größte Effekt. Und wir könnten auch mehr Holz, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Der eine Zug, die 14, der war auch stehen geblieben. So, was ist denn, wenn wir die benutzen und in Salinas das Holz nicht alles ins Sägewerk geben, sondern nur 2 ins Sägewerk und 2 in mein Lager. So, will Iri schon Personen haben? Nee. Was ist denn, wenn wir in Iri können wir noch ein Holz mehr laden? Ja. Und dann laden wir es wieder ab. Mal gucken, was passiert. Also hier ist das Gleiche. Ne? Aber hier jetzt ein Lagerhaus zu kaufen, nur um denen das Holz zu geben, macht halt auch keinen Sinn. Mal gucken, ob der Zug das, ob er fahren muss mit dem Holz. Oder ob der das macht, wenn er noch im Bahnhof steht dort. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Interessiert mich. Lagerhaus in Ellentown ist leer. Wahrscheinlich sind damit die Bücher gemeint. Naja, gut, er fährt erstmal. Das geklappt, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Fährt doch mit einer guten Geschwindigkeit. Also die Forschung hat sich tatsächlich gelohnt. Das bringt mich wieder auf die Idee, hier mal irgendwie ein bisschen Geld reinzuschicken. Und dann, also diese Lok, das hat, weiß ich nicht genau, hat sich nicht durchgesetzt. Wir können ja mal, achso, das sind 24.000. Dann vergleichen wir nochmal, wenn wir die Zugkraft. Vielleicht ist das Update so stark, dass es sich lohnt, die zu kaufen danach. Müssen wir mal gucken. So, 14 sollte jetzt zurückkommen, ne, mit einem Mal Holz dran. So, 11.000. Naja, okay. So, wird in der Stadt natürlich sofort verbraucht. Schon merkwürdig. So, und hier machen wir jetzt bei dem Holz Sell Commodity ans Rathaus Riegel. Wieder, wenn die weniger als 3 haben.
soll es den verkaufen. Die Frage, wie viel der hier bringt, ne? Kann schon sein, dass eine schlechte Tour ist. So, wir müssen im Quartal 3 38.000 Steuern bezahlen. Müssen wir nicht, ne? Das wird am Jahresende. Sie sagen mir immer nur, wie viel es ist. Aber war offenbar ein ganz gutes Quartal, weil die anderen waren vorher mal so ungefähr 10.000. Wo haben wir denn? So, 17 ist doch der, der da oben eigentlich. Was ist denn sein Problem? Ah, der fährt auch los. Okay, also die Bücherfeder hoch. So, der holt nochmal diese Holzgeschichte in Erie. Das kann man hier eigentlich nicht sein lassen. Würde ich jetzt nicht machen. Weil da macht jetzt der Zug hier schon genug. Ja, wir gucken mal. Also der Holzverbrauch ist doch relativ stark. Der muss jetzt hier kurz warten. So, Salinas will jetzt auch noch Papier haben. Puh, das könnten wir aus Allentown mitbringen. Ne? Also der gerade... Nummer 17. Machen wir es so. Aber ich würde jetzt bei den Büchern auch sagen, muss nicht. Papier schon. Jetzt wüsste, welcher das war. Hat's 15. Irgendeiner bringt doch die Bücher da hoch. Wenn es nicht der ist, dann. Akron Taylor. Okay, wo ist denn. Habe ich den Zug etwa nie eingerichtet? Aber wie kommen dann die Bücher dahin? Ich muss es ja doch gemacht haben. Akron Allentown, ne? 3 Stück. Das ist Zug Nummer 15. So, wie sieht's aus mit Büchern? Schlecht sieht's aus. Der wartet auch, ne? Und 5 wartet auch auf Bücher. Und 11 genauso. Deswegen haben wir kein Geld. Okay, Norfolk. So, nochmal gucken, welche Zug. Also das würde ich mir wünschen, wenn so einer hier, also wenn es sichtbar wäre. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Holz. Wir müssen die nochmal losschicken. Können wir denn schon mehr Holz transportieren? Ja. Insgesamt 6. Das wollen wir dann hier auch speichern und dann sagen wir, wir überspringen das. Wir gehen mal dorthin. Mit ihm hier genau das gleiche. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Zwei, drei, vier, fünf. So. Mich schon gewundert, warum es mit den Büchern da so nicht weiter vorangeht. Aber Salinas ist jetzt fertig.
Jetzt müssen wir Jirupa halt machen, ne? Das war hier ganz oben. Weiter Weg. Ich glaube, ich gehe doch nicht hier lang. Aber mit dem Getreide wäre halt super wichtig. Mir scheint aber, dass der Weg hier viel besser ist. Man könnte über Missouri gehen. Mal gucken, was es kostet. Ist schon weit. Wo sind wir denn gerade? Geht eigentlich, nehme ich. So, schauen wir mal. Quartal 4 war 0. Okay, habe ich wohl eine Menge Geld ausgegeben. Aber hat eigentlich gepasst. Wir können uns mal nicht Personal angucken, sondern wir können uns mal hier sowas angucken. Bin ich nur, also ich meine, die Übersicht finde ich noch okay. Bei Bilanzen weiß ich nicht so genau. Ne? Ich bin ja kein Fachmann. Seit Jahresbeginn 75. Also wie viel Geld wir haben, ne, was unsere Gebäude wert sind und so. Das ist eine schöne Übersicht. Wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht in den ersten paar Tagen. Oh, wird es laufend aktualisiert, wenn ich hier klicke? Weil die Zeit weiterläuft, das ist auch nett. Okay. Ein Transaktionsverlauf ist ganz nett. Was alles so kostet. Die Diagramme. Ja, okay. Top-Manager. SR. Bringt jetzt nicht ganz so viel, außer vielleicht das hier, die Übersicht. Ne? Also seit Anbeginn der Zeit, ne, haben wir 2,5 Millionen verdient. Das ist schon okay, glaube ich. Anbeginn der Zeit, sei es 5 Jahre oder so. Ich weiß nicht genau, wann es losging. Also ja, kann sich sehen lassen. Bin ich mit zufrieden. So, das wollen wir nicht. Also, wir müssen gucken, ob dir hier... Sie bauen einfach kein Papier. Also das ist unglaublich, wie viel Papier wir brauchen. Was ist er jetzt hier? Er soll eigentlich Papier liefern, macht er auch. Papier aus Norfolk hat er immer noch geladen. Warum gibt er das nicht ab? So, Akron entladen, Norfolk laden. Verstehe ich nicht. Wir löschen ihn mal. Vielleicht ist irgendwas verbuggt. Gucken wir nach dem anderen Zug, der das hier machen soll. Keine Ahnung, wo der... Aber wahrscheinlich steckt der gerade irgendwo fest. Ne? 9. Hier. Also, gute. 2x Papier in Norfolk laden. Hat er gemacht. Und in Akron entladen bei der Fabrik. Okay, gucken wir. Der macht das. Wer weiß, was der für ein Problem hatte. So, dann hol der Holz. Wenn die Strecke frei ist, okay. Ist da hinten. Vielleicht müssen wir dann hier auch mal
noch ein Gleis dazu bauen, wenn hier oben so viel los ist. Ganz kurz, machen wir mal so. Geht nicht zu löschen, warum nicht? Verrückt. Ja, verrückt, oder? Geht nicht. Steht ein Zug drauf oder so. Keine Ahnung. Ah, okay, neues Gleis. Können wir das hier parallel bauen? Können wir. Also noch ein bisschen weiter. Ich wollte es halt so machen. Ist nicht ideal, aber ja, so ist es eben jetzt. Können wir mal gucken, ob wir das hier entfernt kriegen? Nee, geht einfach nicht. Verrückt. So, wir haben auf jeden Fall das hier. Wir machen auch das dort. Das hier und dann machen wir die Dinge an. So, der musste auf den dort hinten warten. Das müsste auch umgebaut werden. So, machen wir das so. Nicht parallel, oh Mann. Das sieht manchmal so schlimm aus. Aber wir werden es aushalten. Hoffentlich. So, und dann den Abzweig hier neu. So, ich guck noch mal kurz. Jupp, das ist der hier. So, und dann wieder die am Bahnhof anschalten. Das ist halt schon so ein bisschen unnötige Arbeit. Das könnte schlauer sein. Aber, naja, wer ist schon schlau? Also, oder warum sollte das Programm schlau sein? Der weiß ja nicht, was ich bauen will. So, Lagerhaus in Gulfport ist voll. Die Frage ist halt, womit? Papier. Oha. Wo kriegen die es her? Aus Allentown, ne? Ich glaube, wir müssen einen Zug umbauen, der das macht. Der hier. Dann nehmen wir Entladen. Brauchen wir nicht mehr, weil machen das so und wir laden halt kein Papier, sondern wo ist der gerade? Der ist auf dem Weg. Ach so. Ja, doch, dann einen Moment. Ach so, ist ja noch nicht gespeichert. Genau, er wird hoffentlich seinen Plan erstmal weitermachen.
Und dann überlegen wir uns, was wir Neues mitnehmen. Allentown, einfach Passagiere, glaube ich. Oder auch Briefe, ne? So. Oder nur Briefe. Passagiere waren ja schon knapp. So, aber muss nicht. Dann Gulfport. So. Haben wir den zu Post geändert? Schon wieder so wenig Geld. Schlimm. Zeit, das wieder ein bisschen laufen zu lassen und Geld zu verdienen. Und dann endlich die Bücher nach Drupal bringen. Also da gucken wir mal, wie es hier aussieht auf unserem mit der Produktion hier. Ob wir hier das Lager füllen können. Ja, müssen wir sehr weit ranzoomen, um es zu sehen. Also nichts drin im Lager. Vielleicht bringen wir auch mal eine Zeit lang keine Bücher nach Salinas. Und dann sollte das eigentlich passen, dass wir die da beliefern. Und dann brauchen die halt auch noch Getreide und dann Mehl wieder zurück in die Städte und so. Also gibt noch einiges zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao.